Ja, also, das ist mein erstes Video zum Thema Gesundheit und Ernährung und Lifestyle. Und ja, mich fragen immer wieder Menschen nach bestimmten Dingen, wie ich sie mache, wie ich zum Beispiel ganz aktuell eine Basenfastenkur mache. Und deswegen wollte ich euch einfach mal was dazu erzählen. Ja, also es ist ja so, dass der Körper durch Stress, durch ungesunde Ernährung, durch Rauchen, durch Alkohol, durch alle möglichen Einflüsse, die einfach nicht so optimal sind, die, ja, wie gesagt, auch Stress produzieren im Körper, dass die uns irgendwie sauer machen, dass die das Milieu einfach in einen Zustand bringen, der nicht förderlich ist für unsere Gesundheit, für unseren Körper. Und deshalb ist es ganz wichtig, ab und zu mal auf die Basen zu achten, auf die Ernährung zu achten und auch auf das Umfeld zu achten, um sich so ein bisschen zu entsäuern oder auch zu detoxen, was ja der Kult-Fancy-Begriff ist für ja, genau diese Sache. Und ja, ich habe sehr viele Jahre lang gefastet, zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, und auch komplett gefastet, also keine feste Nahrung zu mir genommen, nur Wasser und Tees, und um einen Blutzuckerabfall oder totalen Crash des Organismus vorzubeugen, auch Honig im Notfall in Tee reingerührt. Und ja, das hat mir immer sehr gut bekommen beim Körper. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwelche kleinen Zipperlein hatte, so, es hat zum Beispiel mal mein Armgelenk irgendwie wehgetan, also meinen Ellenbogen und die Sehnen da drumherum. Und nach dem Fasten war das wie weg. Und das sind für mich eben dann so Erfahrungen, die mir das immer wieder gezeigt haben, dass es gut für meinen Körper ist. Und jetzt ist es so, dass ich einmal Basenfasten ausprobieren möchte. Ich habe auch schon sehr viel davon gehört, und ich war auch auf zwei Fastenretreats in meinem bisherigen Leben, wo auch Basenfasten angeboten wurde. Und das ja, hat mich auf jeden Fall schon sehr interessiert. Bei mir ist es noch ein bisschen komplizierter, die Geschichte. Darauf gehe ich aber in einem anderen Video ein. Hier soll es erstmal nur um das Basenfasten gehen. Ja, was ist eigentlich Basenfasten? Du achtest in einer Woche, also am besten nimmst du dir irgendwie Zeit, so eine Art Urlaub, 7 Tage frei, und achtest in diesen 7 Tagen eben konsequent auf deine Ernährung und auch auf dein Umfeld oder mit was du dich so umgibst, und meidest alle stressigen, säurebildenden Dinge, wie zum Beispiel, ja, wie ich schon gesagt habe, Rauchen und Alkohol, Kaffee gehört auch dazu und schwarzer Tee, alle zuckerhaltigen, süßhaltigen Limonaden und Getränke. Worauf du noch verzichten solltest, sind alle Milchprodukte, weil sie eher sauer wirken. Außer, eine Ausnahme ist Butter, was aber allerdings tierisch ist. Also schau da, was für dich eine gute Balance ist. Du kannst ja 20% Säurebilden zu dir nehmen. Also es ist keine sehr radikale Sache, es ist einfach eine Umstellung, um für dich ein besseres Gefühl zu bekommen für Lebensmittel, die dir gut tun. Des Weiteren musst du leider auch auf Fisch und Fleisch verzichten in dieser Woche. Dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich gar nichts ausmachen, weil du eh schon Vegetarier oder Veganer bist. Dem anderen wird es vielleicht so ein bisschen schwer fallen, weil es doch irgendwie in den täglichen Speiseplan mit integriert ist. Aber du kannst es auf jeden Fall ausprobieren. Es wird dir nicht schaden. Im Gegenteil, du wirst dich leichter und freier fühlen, wenn du
Also man probiert es einfach wegzulassen und es ist leichter als gedacht, weil es gibt so, so viele wunderbare Dinge, die du essen kannst, Rezepte, die du ausprobieren kannst und es ist eine sehr große Vielfalt, was man alles so mit Gemüse anstellen kann. Einfach die leckersten Sachen. Du stellst dich komplett um auf Wasser, auf klares Wasser und Tees eben, aber da musst du auch aufpassen, nicht alle Tees wirken basenbildend oder basisch. Früchtetees sind davon meist ausgeschlossen und eben auch schwarzer Tee. Genau, also Kräutertees sind perfekt dafür, alle Arten. Du kannst Rosmarin als Tee trinken, du kannst grünen Tee trinken, du kannst Schafgarbentee trinken oder Salbeitee oder ja, alles Mögliche einfach. Achte dabei aber auf eine hochwertige Qualität, in Bioqualität am besten, ökologisch, oder du gehst selbst die Kräuter sammeln. Brennnessel ist zum Beispiel auch richtig super zum Entgiften und zum Entwässern. Also es leitet nochmal so die die Giftstoffe nochmal ein bisschen schneller raus. Also die Ernährung, die sieht so aus, dass du quasi 80% Basen bildende Lebensmittel zu dir nimmst und 20% säurebildende Lebensmittel. Das klingt erstmal so okay, aber wenn wir so in den Alltag schauen, dann kann man sehr schnell feststellen, dass säurebildende Lebensmittel irgendwie die Hauptaufmerksamkeit haben in unserem wilden Leben. Das sind alle Weizenprodukte, was ja irgendwie wirklich einen großen Teil ausmacht. Das sind ja auch Nudeln, das sind alle Arten von Broten, von Fastfood-Broten, die man überall bekommt. Das sind ja Brötchen, das sind süße Teilchen, das sind Kekse, das sind irgendwelche Knusperstangen. Also sehr viel, was wir konsumieren, ist leider säurebildend. Frittiertes sollte man auch in der Zeit drauf verzichten. Die beste Zubereitungsmöglichkeit ist, etwas zu dünsten oder roh zu essen. Da schau aber, dass du es auch gut verträgst, denn nicht jeder Körper ist für eine Rohkost so gut ausgelegt. Und gerade am Anfang, wenn du das umstellst, kannst du da auch ganz schön zu tun haben mit deinem Verdauungssystem, sage ich mal. Was du in deinen täglichen Essensplan integrieren kannst jetzt für 80%, ist alles frische Obst und Gemüse. Besonders Bananen, Äpfel, Birnen oder saisonales Obst, Beeren, die du vielleicht draußen finden kannst. Alles Mögliche kannst du in deinen Tag integrieren und du kannst auch so viel essen, wie du möchtest davon. Schau, dass du dich aber gut fühlst nach dem Essen, also dass du dich danach noch bewegen kannst. Was das Gemüse angeht, ja, dünsten, wie gesagt, ist die beste und schonendste Zubereitungsart, um auch Vitamine und Nährstoffe zu erhalten und zu dir zu nehmen. Und du kannst gute Öle zu dir nehmen, Leinöl, Sesamöl, ein gutes kaltgepresstes Olivenöl. Ja, diese Dinge sind hervorragend. Ja, zu deinem Alltag, zu dem restlichen Alltag, also bevor du eine Woche 7 Tage Basen fastest, empfiehlt es sich, dass du erst einmal die ersten 2 Tage Ruhe hast und für dich Zeit hast, um dich in die Materie auch einzulesen oder einzuarbeiten und dir vielleicht eine Liste zu machen, was du so einkaufen möchtest. Dazu habe ich dir auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Ja, dazu habe ich dir auf jeden Fall ein paar Sachen noch unten in diese Infobox geschrieben, dass du da gut informiert bist, was du einkaufen kannst für deine Basenwoche. So, ja, wie sieht dein Alltag dann aus? Wenn du die 2 Tage Ruhe hast und dich ganz entspannt in diese Materie einarbeitest, kannst du dir auch überlegen, was dir denn selbst gut tut, was du schon weißt, wo du entspannen kannst. Denn Entspannung ist ein zentraler Punkt auch in Basenfasten. Wenn du
völlig entspannt bist, dich wohlfühlst, kann dein Körper viel besser Giftstoffe ausleiten, als wenn du angespannt bist, gestresst bist, deine Muskeln sich verhärten und du einfach nicht loslässt, weil du gerade so viel um die Ohren hast oder so. Ja, versuch loszulassen. Du kannst ein paar Yoga-Einheiten in deinen Tagesablauf integrieren und meditieren, wenn du Lust dazu hast. Dazu gibt es ja unglaublich viel Angebot, auch bei YouTube, bei Spotify. Schau da einfach mal, ob du etwas findest. Es muss auch gar nicht so lange sein. Es reichen manchmal auch 5 Minuten, um einfach runterzukommen und dich auf den Atem zu fokussieren. Und dann schaffe dir in dieser Woche bewusst Zeiten, in denen du deine Lieblingsmusik hörst. Denn auch bei Lieblingsmusik kannst du einfach dich total rein entspannen und das hilft auch, deinen Körper zu unterstützen bei den Prozessen. Des Weiteren Körperpflege. Es gibt ja dieses Natron, Kaiser Natron oder auch jedes andere Natron, welches du dir für deine Körperpflege zurecht machen kannst. Es empfiehlt sich, jeden zweiten oder wenn du auch magst, jeden Abend ein warmes Fußbad zu machen und gibst du einfach einen Teelöffel Natron da rein und ein bisschen Salz und die Salze ziehen nochmal so ein bisschen raus und die unterstützen die Entgiftung über die Füße total gut. Was du auch machen kannst, wenn du eine Badewanne hast, ein Vollbad nehmen in Basen mit dem Basengemisch. Dazu gibst du einfach 3 Esslöffel Natron in die Badewanne und auch einen Esslöffel Salz und misch das dann herum und gönnst dir 20 Minuten, vielleicht sogar mit deiner Lieblingsmusik, in dem Bad. Ja, du kannst auch Ölziehen integrieren in deinen Tag, und zwar direkt nach dem Aufstehen. Dazu nimmst du einfach Kokosöl, also ich verwende Kokosöl, du kannst auch kaltgepresstes Olivenöl verwenden oder Sesamöl, je nach Vorliebe. Ich verwende auf jeden Fall Kokosöl. Ein Teelöffel nimmst du in den Mund. Es ist am Anfang ein bisschen komisch, aber ich finde, man gewöhnt sich schon relativ schnell dran. Und dann lässt du es einfach auch so ungefähr 15 bis 20 Minuten, wenn du es am Anfang nicht so lange schaffst, das ist auch nicht so schlimm, 15 bis 20 Minuten im Mund und shakest das so herum. So schiebst es quasi von einer Seite zur anderen Seite durch die Zahnzwischenräume und ja, shakest es. Und dieses Öl, das kann quasi Giftstoffe binden und im Mund sind relativ viele Abbaustoffe über die Nacht angesammelt. Das merkt man an dem Mundgeruch. Und mit dem Öl kannst du diese quasi binden, anstatt du sie wieder runterschluckst und dann nach den 20 Minuten ausspucken. Ja, das könnte ich dir auch empfehlen. Ansonsten, wenn du noch weitere Fragen, Anregungen möchtest oder eine detailliertere Anleitung für eine Basenfastenwoche, dann würde ich dir das sehr gerne zur Verfügung stellen. Dies soll jetzt erst einmal ein Überblick sein, was Basenfasten überhaupt ist. Und ich hoffe, ich habe dich neugierig gemacht und du möchtest etwas für deine Gesundheit tun. Das lohnt sich auf jeden Fall immer. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bye-bye.